Eisbärenstarke Grüße und herzlich willkommen zurück zu Die Reise ins All. Jawohl. So, wir müssen uns jetzt heute noch auf der Suche nach der Quest machen. Und wir wollen den hier ein bisschen schubsen, anschubsen. Ich bekomme langsam Hunger. Weinerlicher Zivilist, Hilfe naht bereits. Autsch, ich meine vielen Dank, der Schubs war wirklich ausreichend. Mein Aerovelocipid ist freigekommen. Dann nimm mal den Stock gleich mal mit, falls er wieder an Hochbauten gerät. Tausend Dank, Herr Offizier. Du erhältst wieder 25 Erfahrungspunkte. Und jetzt heißt es freie Fahrt. Juhu! Oh nein, Gegenwind! Das Fortmobil der Zukunft, ja. Albert der Zeiten. Wehe, jemand wagt meinem Pferd einen Ballon umzuschnallen. Ein fliegendes Pferd. Das wär's. Aber toll, jetzt haben wir Erfahrungspunkte erhalten, aber ein Glück, dass ich nicht in den Arbeitsvierteln eingesetzt werde. Da geht zurzeit hoch her. Ich glaube fast, einen Drückeberger vor mir zu haben. Ach nein, Herr Leutnant, ich versehe hier meine Pflicht. Und zwar auf das Gewissenhafteste. Willst du ihn hoffen? Will Quest haben. Suche Quest. Das gibt's doch nicht. Die muss ja irgendwo sein. Wo ist die denn? Hey, sind wir wieder hier. In einem anderen Gebiet. Seltsam. Seltsam, seltsam. Ja, da links weit. Gelände, glaube ich aber auch nicht. Also das ist ja Weltausstellung. Könnte das denn? Es muss in der Altstadt sein. Ich bin verwirrt. Mir fehlt nur der Questgeber, also das ist da oben, bekommen wir die Karten her. Moment, von dem hier, Familie Silka, ne, aber weil deren Jungen ist entlaufen, den müssen wir dann einfangen und, also suchen. Einfangen, das hört sich an, aber der Zwinger mit dir. Aber mir fehlt da gerade der Questgeber für. Entsetzlich, Leute haben wohl Schornstein statt Luftröhre im Leib. Okay. Aha, also das wird hier hergestellt. So. Ich glaube nicht ganz, dass das das ist, was die herstellen. Rede doch nicht mit dem einfachen Volk. So ein Mist aber auch. Werbung wird auch immer frivoler. Kennen ja so einiges unter dem dünnen Nachthemdchen. Naja, will in diesem besonderen Fall einmal ein Auge zudrücken. Gut, aber weiter kommen wir hier auch. Nee. Ja, haben wir einfach mal gar nichts. Die Musik ist cool. Da ist ein Schiffi. Schiffi! Im Park vielleicht? Dass sie sich da rumtreiben? Ach Gott, da muss ich mit jedem jetzt hier sprechen. Ne. Rede nicht mit dem gemeinen Volk. Ja, vielleicht? Ehrlich, die wollen ja alle ohne Hase. Ja, wir waren wir ja schon. Also ich glaube der nicht. Dieter war da, glaube ich, auch nicht, oder? Hallo? Ah! So. Ja, mein Freund hat gerne ein paar Gas, das schön hier. Ja, nee. Also hier war das auch nicht. Ich sag, das muss in der Altstadt sein. Die Frage ist nur, wo? Der Fotograf nicht. Das gibt es doch nicht. Das, da wären wir ja auch neu in der Kirche reingekommen. Ich glaube aber auch nicht, ne? Nee. Hä? Also das grenzt ja wohl jetzt an. Also, ich werde nicht mehr.
Kleines Kind, geh mir aus dem Weg. Vielleicht doch in der Kneipe. Die Dame, also die drei Herren auf keinen Fall. Wo bleibt denn mein ferner Herr Gemahl? Hm, da kommen wir wahrscheinlich. Hau selbst Stube im Kaserne, werf mein Geld doch nicht zum Fenster raus. Oh, schade. Gesucht, unser kleiner Johann ist fortgelaufen. Ja, am schwarzen Brett. Er ist 7 Jahre alt, hat mittelbraune Haare und trägt eine blaue Hose. Ach, der kleine Knips da, und dann denkst du ja. Hinweise bitte an der nördlichen Altstadt Basilka abgeben. Danke. Ja, kleiner, komm mal her. Komm mal ran hier. Komm mal ran auf den Meter. Nein. Du. Ping, ping. Ah, ab nach Hause mit dir, kleiner Ausreißer. Ich will aber noch spielen, ich will noch spielen, will noch. Irre geworden, bei mir gibt's keine Widerworte. Nach Hause, zack, zack. Mami, Mami. So, jetzt, na egal, das ist zu spät, so. Silka war hier, ne? Wuff, wuff. Aus. Ja, armer Hund. Treten Sie doch ein, werter Herr. Folgen Sie mir bitte. Wen darf ich melden? Von Magwitz. Wir haben Besuch? Wer ist es denn? Ein Herr von Magwitz gibt sich die Ehre. Ah. Gestatten von Magwitz. Der Retter unseres kleinen Johanns, erfreut. Entschuldigen Sie meinen legeren Anzug, aber ich hatte nicht mit Besuch gerechnet. Spoiler, wir bekommen hier die Tickets her. Kommen Sie doch in den Salon, lieber Leutnant, da bespricht es sich behaglicher. Ich glaube Mozart, ich will mich da nicht ans Fenster lehnen, ich weiß es gerade nicht. Ich kenne jetzt nur auf jeden Fall, dass Beethoven die Mondlichtsonate gemacht hat. Von dem Rest weiß ich die Autoren jetzt nicht wirklich. Ich will mich da jetzt auch nicht, ne? Es soll ja nicht peinlich werden jetzt gerade hier. Wir waren schon in heller Aufregung, ob unseres kleinen Johanns, ist das ein Satz? Ja, egal. Aber dank Ihnen, guter Leutnant, ist wieder Ordnung in unser Leben gekehrt. Ganz der steidige Leutnant, macht euch viele Worte, wie? Lassen Sie mich im Namen der ganzen Familie Silka meinen Dank aussprechen. Ich hoffe, Ihnen mit einer kleinen Gabe die Mühe zu entgelten, Also, verstehe nicht, was er sagen will. Bitte sehr, Herr Leutnant, Karten für die Oper. Oper? Hat eigentlich etwas Handfesteres erwartet. Ist der Leutnant kein Freund der schönen Künste? Ordentlicher Leutnant wird mit allem fertig. Ach ja, so hatte ich einen Opernbesuch noch gar nicht betrachtet. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, Herr Leutnant. Jawohl. So, dann werde ich, jetzt vorankommen hier. Dann werde ich nicht lang schnacken und direkt zur Oper von dann schratten. Weil dann nicht schreiten, sagen wir, hat sich da nicht gereimt. So. Ihre Karte bitte, Herr Leutnant. Es ist so im Vorbeigehen, die gucken sich nicht an, das ist so hier. Karte hier, zack, 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 bam, bam, ganz schnell. Vielen Dank. Ach ja, ach guck, oh, die Eleonore ist mit dabei, super. Nun machen Sie schon, Leutnant. Gerade noch rechtzeitig. Sehen Sie einmal, wen ich hier getroffen habe. Fräulein Eleonore, darf ich bekannt machen, das ist... Wir kennen uns bereits. Ganz recht, bin der Dame schon häufiger begegnet. So, das ist fein. Nun aber mit uns. Ich hab weggedrückt. Scheiße. Wie? Nein, das möchte ich wirklich. Was? Was? Jetzt bin ich verwirrt. Nicht so schüchtern. Jetzt aber los, Kinder. Ja, ich bin verwirrt. Egal. Nach Ihnen, Verehrteste. Oh, Sie Charmeur. Uff, gerade noch rechtzeitig. Sie fangen an. Ich war noch nie in dieser Oper. Ich bin so aufgeregt. Teile da ganz Magwitz Meinung. Walle, Woge! Oh Gott, ernsthaft. Wogelode! Großartig! Die Musik. Oh weh und ach!
Tja, so geht das jetzt noch eine ganze Weile weiter. Die Inszenierung ist reichlich altbacken. Aber das gibt uns die Gelegenheit, unser Projekt zu besprechen. Das Explosionsdingsbums. Also, ja, das Explosionsdingsbums! Seien Sie doch leise, tsch! Sie sind so ein Banause. Das Explosionsdingsbums also. In der Tat, meine Abschlussvorrichtung, die Pläne habe ich im Kopf, Arbeitskräfte habe ich dank Ihrer Hilfe genug, Material ist vorhanden, in wenigen Wochen könnte der Bau bereits vollendet sein. Könnte meine fast ein Problem anklingen zu hören. Das ist tatsächlich etwas, das mir Sorge und Kummer bereitet. Mir fehlt ein EMK. Verzeihen Sie, ich meine einen elektromagnetischen Kompensator. Wenn wir das Magnetfeld unseres Planeten durchstoßen, wird es vermutlich zu gewaltigen Entladungen auf der Hülle unseres Gefährtes kommen. Ohne hinreichend Schutz zerreißt es uns. Zumindest ist es eine Theorie. Der Praxisbeweis sieht bekanntlich noch aus. So. MKE, verstehe vollkommen, aber leider kein vorrätig. Wie ärgerlich. Klingt ohnehin nach verrückter Idee, Professor. Verrückt? Aber ja, das ist es. Verrückt. Ich habe die Lösung. Heureka! Also so etwas. Geben Sie doch Ruhe. Ich erkläre es Ihnen nachher, lieber Leutnant. Genießen Sie die Vorstellung. Die Musik ist gut. Die Musik ist wirklich, also... Nicht, dass er noch einsteht und alles verpasst. Ja, hör mal, also... Entschuldigung. Also so etwas. Seien Sie doch jetzt still. Junge Dame, ich muss Sie dringend auffordern, Ruhe zu bewahren. Wir sind doch nicht hier im Wirtshaus. Herrlich. Nanu? Wer ist diese Frau? Sie ist mein Schatz. Wunderschön. Ah, ich wundere sie nur anzusehen. Huh? Haben gnädigst etwas. Mir war, als ob mich jemand... Es ist nichts. Mehrere Stunden später. Wir können uns also... Die Aufführung hat sich ja doch noch gebessert. Sehen Sie nur, Opernball. Wollen Sie nicht auch tanzen? Alberne Idee, tanze nicht. Ich meine doch auch nicht mit mir. Kleiner Scherz. Herr Professor! Aber da stehe ich Ihnen doch schon wieder voll und ganz zur Verfügung, Gnädigste. An das will er sich... Also der Professor hat einen komischen Geschmack. Was ist denn hier los? Was wollen Sie? Ich habe Fräulein Ihnen nur zuerst entdeckt. Okay. Ach, meine Herren, ich fühle mich ja geschmeichelt, aber bedrängen Sie mich doch nicht so. Sie müssen uns sagen, ob wir Ihnen einen Gefallen tun dürfen. Sie müssen, bezaubernde Eleonor... Oha, kommt mal der Kotzreiz dabei, so ist ja... Gittigittigittigitt. Ich hoffe, die Oper hat Ihnen gefallen, werter Herr Leutnant. Naja. Nanu, Sie sind auch hier. So kann man sich einen Menschen irren. Will er ja Andeutung machen, Kerl? Will er ja Andeutung machen? Lassen wir das, Leutnant. Wir werden miteinander auszukommen haben. Zumal wir unseren Fortschritt ohnehin kooperieren, Digga. Ich dachte, Sie hätten mit Professor Heisen bereits darüber geredet. Nun, dann erfahren Sie es halt von mir. Wie Sie wissen sollten, stehen Ihre Aktivitäten unter strengster Beobachtung der Presse. Um es noch deutlicher zu sagen, niemand traut dem Militär. Ist bekannt, fortfahren. Die Folge dürfte doch klar sein. Einer unserer Korrespondenten wird Sie auf Schritt und Tritt begleiten. Und Wuck, verspüre keinen Wunsch nach Schnöfflern am Hals. Werde kein... Sag er bloß nicht, dass es sich bei dem besagten Korrespondenten um... Sie verfügen ja über ein gewisses Begriffsvermögen, Leutnant. Erstaunlich. Denn Sie vermuten ganz richtig. Fräulein Eleonor, oh nee. Wird exklusiv für den Anzeiger über diese großartige Unternehmung berichten. Eine Reise ins All. Hoho, was für ein Abenteuer. Werde doch keinen vorwitzigen Weiberock an meiner Seite dulden. Oh doch, Sie werden, Leutnant. Sie werden. Na, was hat er denn jetzt?
Fräulein Eleonore ist so abweisend. Ja, mal schade, dabei ist sie doch so eine aparte Person. Lassen Sie mir doch die Luft zum Atmen, Leutnant. Ich werde heute schon genug bedrängt. Schneckstack, habe mit Ihnen zu reden. Nein, Fräulein Eleonore gehört heute Abend zu uns. Wir waren zuerst. Also, habe gerade von Gottes Ungeheuerliches vernommen. Sie werden sich damit abfinden müssen, die freie Presse um sich zu haben. Schnüfflerin, Grobian. Ach ja, hoho, ich will mich... die Stimmen gehen mir auf den Hals. Ich will mich doch einmal zu den jungen Leuten gesellen. Unterhaltet ihr euch auch schön? Das ist fein. Nun steht dich so angewurzelt da. Tanz doch ein wenig. Professor, das ist nun wirklich das allerletzte, was ich mit diesem Menschen... Hohoho, ich hab schon wieder weggedrückt. Ja, der Heisen kriegt nicht viel zu sagen hier. Dass sie immer alles so förmlich verstehen. Wir wollen doch gut miteinander harmonieren. Also auf geht's. Hohoho. Dass sie mir hier nichts Falsches verstehen. Ich mache das nur dem Professor zuliebe. Keine weiteren Umschweife. Wünsche das möglichst schnell hinter mich zu bringen. Vielen Vergnügen, ihr Turteltäubchen. Hoho, wenn ich noch einmal jung wäre. Ach ja, damals. Bei den Dinos. Haha. Wehe, sie treten mir auf die Füße. Woo, woo, woo. Die beiden legen aber eine Flotte Solo aufs Parkett. Bravo. Bei allen ihren Mängeln fällt es umso stärker auf, was für ein fabelhafter Tänzer sie sind. 1, 2, 3, wie mein gnädigster? Da ist sie, mein Schatz. Wie lieblich sie sich bewegt. Ah, oh, welche Anmut. Ah, aber wer ist er? Will er sie mir stehlen? Elender Räuber. Gnädigste zittern ja. Ich habe schon wieder dieses Gefühl, als ob etwas Dunkles nach mir griffe. Oh mein Gott, das ist der Maskütterrächer! Sie ist mein! Ein Phantom. Das Phantom der Opa. Oh. Zurück, Gnädigste. Werde mir den Burschen zur Brust nehmen. Oho, ein Held. Fort mit dir, du Schurke! What the? Ihre Zaubertricks halten mich nicht auf. Ich nehme, was mein ist. Zu Hilfe! Mir schwinden die Sinne. Geben Sie Acht, ihr Herren. Ich nehme Sie in mein Reich. Hinterher, Attacke! Ich komme mit, Invakra-Leutnant. Ich komme mit. Hoho, also die Stimme vom Professor kriege ich nicht ganz hin hier irgendwie. Ihr hetzt tiefer in die Eingeweide des alten Opas und Opernhauses hinein. Steile Treppen führen euch immer weiter hinab. Schließlich. Oh, ja, also wo sind wir denn hier? Hier muss es sein. In der Tat, gehen wir es an. Heisen, please, deine Stimme. Bah! Hat in der Hektik beinahe geglaubt, sie hätten eine Art Feuerball geworfen, Professor. Lassen Sie mir meine Geheimnisse, Leutnant. Okay, wir müssen dann hier also... Die Tür, ja, das dachte ich mir schon fast. Die Tür ist abgeschlossen. Eine Bagatelle, das haben wir doch in Kürze gelöst. Haben wir sonst hier... Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt ein Rätsel neben der Tür. Oho, hier lässt sich offenbar eine Zahlenkombination eingeben. Ein recht alter Mechanismus. Und bewohnt, wie mir scheint. Hier ist alles voller Getier. Was? Ich habe doch gar nicht gespeichert, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ein Leutnant kennt keinen Schmerz. Und kein Leben. Scheiße, ich habe nicht mal gespeichert. Er kann tatsächlich zaubern. Okay. Weiß ich, machen wir Eis auf die Ratte? Ein Leutnant kennt kein Schmerz. Okay, Mag jetzt als Fäuste ein. Wow, der Käfer war instant. Mag. Ach, 5 HP, ja dann. Fähigkeit, Faustschlag auf die Ratte und Heisen greift normal an. Ein Leutnant kennt kein Schmerz. Ja, 12 HP, naja. Ja, immerhin, halten sie nicht viel aus. Gegengift erhalten, 45 Taler, 27 XP. Ich hätte gern was zum Heilen, aber hier haben wir jetzt, okay. Das wird so einfach. Ist das für eine Musik? Oh yeah. Guck mal, da steht doch was an der Wand geschrieben, oder täusche ich mich da? Ach, guck mal, ja. Hallo, hier, da, so. Dreimal schon musste ich fliehen. Viermal suchte ich vergeblich Trost.
6-mal machten sie mich zum Gespött und 5-mal lag ich in Tränen. Aber jetzt kehre ich's um. Glaube fast, wir sind hier weiterlich im Mimose auf den Fersen. Ich denke, diese Zeilen enthalten eine verschlüsselte Botschaft. So ist vielleicht die Zahlen, dass wir 3, 4, 6, 5 eingeben müssen. 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5. 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5, 3, 4, 6, 5. Scheiße. Dreimal, was haben wir da hier noch? Haben wir hier noch was? Nee. Auch nicht. Hier haben wir auch nichts. Oh, Rätsel, nee. Dreimal schon musste ich fliehen. 4-mal suchte ich vergeblich Trost. 6-mal machte ich mich zum Gespött und 5-mal lag ich in Tränen. Aber jetzt kehre ich's um. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, 6, 4, 3. 5, Controller, please. 5, 6, 4, 3, 4, 4, 3. Ha, okay. Ich wollte euch nur testen. Derartige Profanitäten sind beileibe kein Hindernis. Kommen Sie. Okay, gehen wir weiter. Hallo? Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Ein Rätsel. Hä? Achso, da, guck mal da. Einer gibt das Zeichen, die Tür hat zu weichen. Also brauchen wir nur einen Schalter, oder was? Hä? Oder müssen wir die Tür dann nochmal ansprechen? Der müsste ja eigentlich von alleine aufgehen. Oh, what the hell? Okay. Auf den Käfer und Heisen macht Feuer auf die Ratte. Hey Leute, kennt kein Schmerz. 29 HP, nice. Ratte greift an, Magwitz hat 5 HP, fällt. Oh, der hat noch 1 HP. Oh, die sollte jetzt aber sterben. Jawohl, Magwitz musst du irgendwie bald geheilt werden, sonst haben wir ein Problem. Ja. Und von der Mana-Dings her hat er auch nicht mehr so viel. Dinge. Ach da, halt 50 HP. Nimm mal. Eine Flasche Schnaps. Ja, immerhin ist er jetzt noch ein bisschen geheilt. Was haben wir denn hier? 3... Räume. Ah, scheiße. Ja gut, machen wir die nochmal platt. Oh, na gut. Normaler Angriff. Und Heisen macht dann Eis auf den Käfer. Obwohl, der ist nicht one-hit. Okay. Ja gut, dann machen wir es halt so. 5 HP an Magwitz. Na, Angriff Ratte. Eis Ratte. So, dann sollten wir wieder... 8 HP, du. Eisen weicht aus, sehr gut. Angriff auf Ratte und Feuer. Brennen wir diese Ratte nieder! Okay, also Käfer, Eis, Ratte, Feuer, sehr schön. Gegengift erhalten. Hast du so viel Gegengift bekommen? Das ist leer, okay. Leer. Ja, schon fast gedacht. Aber den Schreibtisch kriegen wir ja auch nichts, oder? Ihr findet einen losen Nagel. Scheußlich, wir müssen uns eilen, denn ich fürchte das Schlimmste. Nein, nicht, dass Eleonor auch nach einem Knochenhaufen wird. Oh Mann. Ja, Angriff auf den Käfer und Heisen macht Eis drauf. Ein nach dem anderen. One nach dem Wanderen. Oder so. Angriff auf Ratte und Fähigkeit Feuer. So. Los geht's. Heisen vor Glut. Wir haben schon... ich habe schon dezent überzogen. 25 Minuten, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Oho, ich war so im Spiel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bla bla bla. Bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. In diesem Sinne, wieder schauen, reingehen und bis dann. Tschüss.